tatsächlich irgendwie ein bisschen draußen machst. Wie heißt denn das Ding da, was du da gebaut hast? Das, Leute, das ist ein professionelles Moment. Ich hab's aufgeschrieben. Professionelles astronomisches Teleskop für Sterne- und Himmelsbeobachtungen. Hab ich selbst gebaut. Meine Erfindung. Wow, echt jetzt? Ach, was, Kleiner, lass dir doch von Willi keinen Bären aufbilden. Teleskope gab es schon lange vor Willi. Nur ein bisschen schöner. Lächter du, ruhig. Ja, ich bin nicht neidisch, nein, nein. Also, du bist ja nur neidisch, weil du das nicht gebaut hast. Ach, Willi, mach dir nichts draus. Mir gefällt dein Teleskop ausgezeichnet. Und außerdem, was willst du damit überhaupt machen? Ja, genau. Das würde mich auch interessieren. Tja, Leute, das brauche ich wegen dem Evangelium. Wie bitte? Wegen dem heutigen Evangelium? Ja. Woher weißt denn du, welches Evangelium heute dran ist? Ja, du bist doch sonst nicht mal die hellste Kette auf der Torte oder auf dem Adventkranz. Auf die, das war jetzt nicht nett von dir. Schäm dich. Willi, lass dich bloß nicht von dem beleidigen. Ach was, Kleiner, da stehe ich drüber. Wer mich beleidigt, das bestimme ich. Und der kann mich nicht beleidigen. Aber euch will ich es raten. Ich habe nämlich vor dem Gottesdienst schon in die Bibel reingelauert. Und da steht geschrieben, dass Jesus auf einer Wolke kommen wird. Aha, ich verstehe. Und damit willst du das dann beobachten? Genau. Also, ich wundere mich ja schon, wie du immer wieder auf so verrückte Ideen kommst. Als ob Jesus auf eine Wolke dahergeflogen kommt und als ob man ihn mit diesem Ding da sehen könnte. Lästern, du altes Lästermaul. Du wirst schon sehen, wenn es soweit ist. Schließlich nehmen die Naturkatastrophen ständig zu. Und genau so steht es geschrieben. Wo steht das geschrieben, Willi? Na, hier in der Bibel. Komm, überzeug dich selbst. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja? Schau mal, mach mal auf. Siehst du? Und auf der Erde werden die Völker gestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Ja, und da unten kommt dann die Stelle. Da steht, dann wird man den Menschensohn in einer Wolke kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Siehst du, Rufi, steht alles da drin. Ja, schon, Kinder. Aber da sind doch nur zwei Stellen aus diesem Evangelium. Da geht es doch noch weiter. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann wartet ab. Denn Pfarrer Fritz